Ich fühle mich halt irgendwie am allerwohlsten hier. Und immer wenn ich zu Hause bin, habe ich so, ich weiß nicht, ich habe so eine Last frei einfach. Mir ist das voll wichtig, dass ich mein eigenes Zuhause habe. Vor allem irgendwo, wo es einfach angenehm und ruhig ist. Und ich habe das einfach. Und ich bin sehr oft auch zu Hause. Also es ist nicht so, dass wenn ich mal irgendwo unterwegs bin und die sagen, okay, an dem Tag hast du frei, da kannst du im Hotel chillen und dann machen wir morgen weiter, sondern ich nutze diesen einen Tag wieder direkt, um nach Hause zu fahren. Dann bin ich kurz einen Tag zu Hause und gehe wieder zur Arbeit. Ich glaube, ich bin voll der Heimmensch und ich glaube, das ist auch voll wichtig für uns Künstler, dass wir so ein Zuhause haben, wo wir uns halt sehr geborgen fühlen. Ich habe ja eine Tochter und sie hat ja gar keinen Plan, wer ich bin. Also sie sagt ja einfach nur Mama zu mir. Ihr ist einfach wirklich egal, ob ich rappen kann oder singen kann oder was auch immer. Sie hat einfach gar keinen Plan. Ich glaube, immer wenn ich sie sehe, bin ich so wieder safe, ganz am Boden. I love you! I love you! I love you! Ich würde sie am liebsten 24 Stunden lang mitnehmen und überall mitnehmen, weil sie mich wahrscheinlich vor schlechten Dingen schützen würden. Sie holt mich halt komplett runter und ich bin motiviert, hab Bock und sehe sie, dann habe ich so, ich fühle mich dann so wirklich frei. So, dann weiß ich, ich habe Musik und Hanna hier und habe kein schlechtes Gewissen. Aber ich will es halt nicht für sie, weil ich würde ihr, glaube ich, schaden und mir selber was Gutes geben, weil sie ist 3 Jahre alt und ich finde nicht, dass sie mit 3 Jahren schon so viel sehen muss, auch wenn sie Musik liebt. Hat es auf jeden Fall gerade voll gefeiert, dass wir jetzt alle zusammen so gut funktionieren. Das ist heute das erste Mal mit Orchester, mit ihr, mit der Band. Ich bin auf jeden Fall happy. Also es hat sich gelohnt, in Berlin gut vorzubereitet zu sein. Ja, yeah. Also ich hatte auch das Gefühl, dass für sie erstmal so ein Flash war, auf jeden Fall. Erstmal da hatte ich gedacht, krass, okay, es wird jetzt alles mal live gespielt, hört es nicht mehr aus der Kiste alles. Deswegen hat man schon das Gefühl gehabt, dass auch sie mal leicht geflasht war von dem Ganzen, aber klappt gut. Beim ersten Song, direkt als wir gespielt haben, habe ich so direkt einfach die Energie gespürt von jedem, der da drinne saß. Und ich kenne das halt nicht so. Ich habe so das Gefühl bekommen, okay, die sind jetzt alle nur für dich da. Das war für mich voll krass, weil so, okay, scheiße, eigentlich, du stehst da und es geht gerade eigentlich nur um dich, Loda. Ne? Und jeder ist für dich da. Hast schon ein krasses Gefühl dabei. Es hat mich auch ein bisschen gepusht, um ehrlich zu sein. Du wirst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Sometimes I miss you. I'm forgetting you slowly. I'm forgetting you slowly. Wir sind ja zusammen und wir sind dann in dem Moment ein Team, was ich eigentlich nicht auf Bühne so quasi kenne. Und bei Teamwork ist es dann so, dass du einfach nichts falsch machen willst. Und ich bin auf jeden Fall aufgeregt, weil ich habe halt sehr viel Respekt vor diesen ganzen Instrumenten und diese ganzen Leute, die diese Instrumente spielen. Jetzt einfach dahin und mache so quasi den leichtesten Job, habe ich das Gefühl. So, ich singe einfach und die übernehmen eigentlich so das Krasseste, was so im Hintergrund abgeht. Und bei mir ist es ja so, dass der Beat sehr viel eine Rolle spielt. Aber wenn ich es jetzt noch ein Klassisch höre, habe ich so das erste Mal das Gefühl, so, ich bin Musikerin, ich bin Künstlerin und keine Rapperin mehr.
Wie krass, kommt der? Jetzt geht's los. Wir sitzen jetzt im ganz schönen KKL. Es gibt ja Orchester dabei, es gibt eine Band dabei. Der Loredana kommt noch. Es ist unsere erste Probe hier. Und wir haben noch jetzt eine kleine Soundcheck. Und dann fängt an mit der richtigen Probe. Der KKL ist eigentlich ohne Verstärkung eine der besten Saal Europas. Ich meine, das Gebäude ist so unglaublich toll und super zu spielen und angenehm. Und es ist, was wir als Musikraum immer wollen. Es ist diese Möglichkeiten, um in solche Saale zu spielen. Es ist, macht immer Riesenfreude. Hör mir die Songs an und stell mir dabei vor, wie Loredana auf die Bühne kommt, wie die Gäste auf die Bühne kommen. Also ich sitze dann hier und mache so, weil ich mir die Streicher vorstelle, wie sie gerade spielen. Und guck, dass da die Show fürs Publikum und für Loredana Spaß macht. Also sie hat nicht unbegrenzt Raum, sie kann nicht von A nach B laufen, sie kann nicht quer durchs Orchester laufen, auch wenn sie Bock drauf hätte, weil das geht nicht, oder? Und wenn wir da Leitplanken schaffen, dann hilft ihr das, sich in dem Rahmen dann freier bewegen zu können. Ich glaube, dass ich tatsächlich in Luzern spiele, macht die Sache alles ein bisschen emotionaler. Ich kenne KKL halt nur vom Besuch von der Schule her. Wir sind so dahin gegangen und haben das uns angeguckt. Ich habe noch nie in meinem Leben damit gerechnet, dass ich da spielen werde. So, ich habe mir das auch gar nicht vorgestellt oder so. Und jetzt, das ist für mich eine Riesenehre, sogar da zu spielen. Ja, jetzt passiert vieles aus dem Bauch auch, ne? Und dann, man ist nicht so konzentriert auf die Noten und auf jeden Break, sondern jetzt kann man das auch genießen und mal ins Orchester gucken, was die anderen so machen. So, das ist dann so die entspannte Phase. Jetzt macht es auch Spaß irgendwie. Vorher auch Spaß gemacht, aber es war so mit Konzentration und immer gucken, dass alles läuft. Jetzt ist es so genießen auch. Klar, vom Sound draußen kriegen wir auf der Bühne natürlich ein bisschen weniger mit. Aber ich habe in die Gesichter geschaut, die jetzt schon mal hier ein bisschen zugeschaut haben. Die haben alle gelacht. Deswegen, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass es auch draußen gut klingt. Aber ja, klar, natürlich wird das hier soundmäßig und vom Orchester noch mal eine Schippe draufgelegt. Ich habe normalerweise nie Ohrwürmer. Also ich kann das immer ganz schön abschalten. Aber in dieser Produktion gelingt mir es einfach nicht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das nervt mich. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Als der erste Song, wo ich hier stand und diese Dings geguckt habe, ich so, fuck, Alter. Ich habe mich eigentlich jetzt die ganze Zeit gewöhnt, beim Orchester so mich umzudrehen, mit denen so quasi zusammen zu proben. Und jetzt weiß ich so, okay, ich muss mich umdrehen und sehe die nicht mal so. Und das ist ganz komisch. Ich war echt, das erste Mal war ich so richtig krass anders aufgeregt. Bowser, Uli und Dilara sind ja alle Künstler, die ich total krass feier. Uli ist einer meiner besten Freunde. Bowie ist, wir sind im gleichen Team. Ich verstehe mich mit Bowie sehr. Er ist auch der krasseste Künstler in Deutschland für mich. Und Dilara ist halt für mich international sehr krass. Ich vermisse das natürlich sehr, live zu spielen. Deswegen ist hier sowas Seelenfutter gerade für mich. Ich genieße das sehr. Ja, ich habe mich voll gefreut für die einfach so. Ich freue mich einfach, dass sie dabei sind und dass sie hier mitmachen und wir so quasi einfach den Leuten ein bisschen was geben. Es ist auf jeden Fall ein richtig cooles, unglaublich unbeschreibliches Gefühl. Thank you.
Ich wollte auf jeden Fall diese Herausforderung annehmen. Und ich glaube, auch musikalisch wächst man einfach damit. Was ich jetzt auch gemerkt habe bei den Proben und allgemein. Toi, warst du spät dran? Ach ja. Warum? Ich bin so verschlafen. Meine Stimme war weg. Ui. Aber sag dir ehrlich, das war einer meiner unfittesten Tage. Heute? Ja. Achtung. Ich schwör's euch. Wir haben den Soundcheck vorhin abgebrochen, die war müde. Die konnte nicht mehr. Seit Wochen ist die dran, die probt mit dem Orchester. Die hat noch nie im Orchester geprobt. Jeder will was von ihr, jeder zupft an ihr rum. Ich zupfe an ihr rum, andere zupfen an ihr rum. Die war müde, keinen Bock mehr gehabt. Aber es ist normal, es kann gut passieren. So besser, so. Oh, ich hasse sowas. Egal, ich krieg das schon hin. Du kriegst das schon hin. Ja. Was ist los heute? Ich bin total am Arsch. Bist du aufgeregt? Nee, gar nicht. Es ist einmal einfach die Nerven zum Schluss. Das ist dann bei allen einfach die Aufregung. Jeder will es so gut wie möglich hinbekommen. Jeder hat geprobt wochenlang. Das heißt, alles staut sich kurz davor noch mal zusammen. Und wenn man den Punkt einmal am Tag eben überwindet und wenn man einmal in den Tag reingekommen ist und diese Mut hat, dann läuft's auch und dann haben wir auch Bock auf das Finale. Aber man merkt schon ein bisschen so den Druck und die Anspannung bei allen, dass man jetzt nicht ein, zwei Mal geprobt hat und gesagt hat, okay, das Ding ist durch, sondern dass man wirklich mehrere Proben hatte. Das raubt einen natürlich auch schon Kräfte, ne? Wenn man nebenbei dann auch noch andere Sachen zu tun hat und arbeitet und das alles. Und dann kommt der Showtag und man hatte irgendwie davor noch keinen richtigen Tag Ruhe. So. Falls ich irgendwie ein Blackout habe beim Reden oder ich merke... Dann haben wir Nani, ich habe ihn gebackt mit allen Texten, die du auch hast. Der hat exakt die gleiche Kopie. Das heißt schön auf Ohr und die Leute nicht. Der hat alles. Das Krasse ist halt, man muss bedenken, sie hat eine Tourshow nur gespielt und ein paar Auftritte im Fernsehen und online. Das heißt, echt mit über 60 Leuten auf der Bühne exakt auf dem Takt alles perfekt drauf zu haben, ist echt nicht einfach. Also Hut ab, wenn wir das alle so rocken wie bisher, wie in den Proben, wie alle jetzt das in den letzten Tagen gefühlt haben, wenn es so rüberkommt, dann wird es echt eine geile Sache. Ich weiß nicht, ich war so ein bisschen Depri. Ich hatte es schon lange nicht mehr, so bestimmt für 3 Monate. Nicht so richtig krass wie heute. Heute war ganz komisch. Ich habe mich nicht ausgeschlafen gefühlt, nicht fit gefühlt. So komisch, einfach keine Lust auf gar nichts. Es hat mich einfach nichts angetörnt. Ich wollte einfach nur nach Hause und mit Hannah chillen. Aber ich bin dann gekommen, habe mich zusammengerissen irgendwann. Bin dann in den Make-up und habe ich gesagt, okay, zieh durch. Jetzt geht es mir schon besser. Ich mache Plan, ich arbeite. Genau. Ende. Dann wieder anmoderieren und sage, Julia ist leider nicht da, aber ich glaube, wir kriegen das auch. Loredana hat sich fertig gemacht, also Outfit und Make-up. Und dann bin ich nochmal gekommen, um den Ablauf mit ihr zu besprechen. Und da war so viel. Die Tochter ist gekommen, Freunde waren da, Management war da, Familie, die Schwester, die Nichten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute in dem Raum waren. Und die hat voll krass, alles laut. Die Kleine mit meiner Taschenlampe hat sie rumgespielt. Die hat mit mir den Durchlauf. So, Focus. Respekt. Ja, genau. Ja, ich habe, glaube ich, gar keine andere Wahl, als gerade ruhig zu bleiben. Schon wenn ich jetzt noch auch ausraste, dann ist meine Stimme weg. So, das ist das Einzige, was mich schützt, wenn ich weiß, ich muss singen gehen und habe gleich einen Auftritt. Dann kann ich nicht rumschreien. Ich bleibe gerade ruhig, weil ich weiß, es ist der letzte Tag und ich will ja auch nicht jetzt unnötig schlechte Laune machen, weil wir sind so viele Menschen. Zur Arbeit wird, dann ist es eigentlich für dich ein Traum. Auch wenn ich manchmal, um ehrlich zu sein, dann wieder sage, okay, ich will doch wieder einen normalen Job haben, weil es gar nicht so leicht ist, wie es aussieht. Aber ich bin dann wieder manchmal froh, dass ich hier bin, wo ich bin und sehr dankbar, dass ich das arbeiten darf, was ich mag.
Sind alle drauf? 3, 2, 1. Jetzt ist der einfachste Teil des Jobs. Jetzt ist nur auf die Bühne zu gehen, den Job zu machen und es einfach zu genießen. Hey, viel Erfolg, gib Gas, ne? Lass uns alles auseinandernehmen. Das ist auf jeden Fall so eine Erinnerung, die ich mein Leben lang mitnehmen werde. Ich glaube, ich habe viele Erinnerungen, aber es gibt halt diese Top-10-Liste, glaube ich, bei mir auch. Und ich glaube, die wird safe ganz vorne sein bei mir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so gut hinkriege, aber ich kenne mich. Wenn ich Menschen sehe, dann bin ich meistens sehr, ist die ganze Aufregung weg, weil ich habe keine Angst vor Menschen. Ich liebe Menschen einfach. Die Band natürlich und alle Jungs und Nani und Lilo. Ja, ich war einfach überwältigt. Ich kann es dir nicht sagen, ich fühle mich, ich bin glücklich. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Sehr dankbar. Ich hatte große Erwartungen auf jeden Fall, aber die wurden auch erfüllt. Also was die hier abgeliefert haben, ist einzigartig. Habe ich noch nie so gesehen in der Konstellation. Seid ihr sicher, ich bleib Lifestyle. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Ich glaube, es kann auch nichts toppen. Kein Festival mit 150.000 Menschen kann das hier toppen. Weil ich glaube, sowas, das sind so Momente, das hat was mit Gefühlen und Heimat zu tun. Und ich habe voll viele Menschen gekannt und das war so für mich einfach anders. Ich habe richtig gemerkt, die sind alle stolz darauf und freuen sich übelst darüber, dass ich da bin, wo ich bin.